was ich Ihnen hier zeigen will, sind ja nicht nur die Bilder dieser Frauen, über die Sie jetzt was hören werden, wo Sie immer wieder hingucken können, sondern ich will Sie vor allem aufmerksam machen auf hier auf eine große Kluft zwischen 400 und 1600. Das ist allerdings eine Kluft, wenn ich jetzt Männer dazu machen würde, würde das genauso aussehen. Also relativ genauso. Es ist hier ein bisschen versucht, verschärft dargestellt. Und dass es solche Brüche in Epochen gibt, das will ich Ihnen heute in der ersten Stunde beibringen. Wenn Sie in die philosophischen Lexika gucken, sagen Sie, oh, ich habe noch nie was gehört. Wenn ich jetzt die einzelnen Schulen brächte, oder Bayern mit NRW vergleichen würde. Ich glaube, in Bayern ist im Curriculum noch überhaupt keine Philosophin. In NRW wird immerhin als Abiturstoff Hannah Arendt abgefragt. Ja? Das soll sich aber bessern, da werden wir dran arbeiten. Wenn Sie in die klassischen Lexika gehen, zum Beispiel hier, Jürgen Mittelstraß, könnte ich Ihnen schon wieder viel erzählen, weil ich mit dem Jürgen Mittelstraß gerade in einem Advisory Board der TU München sitze. Das sind die Altvorderen, das kann man nicht anders sagen, die machen das, was man von 1950 an gemacht hat. Da, also über die Châtelet, die kommt davor und Edith Stein, der war vielleicht willig, aber das sind eben nur die Kenntnisse bis 1970, 80. Und da waren die nicht, die sind selber nicht so ausgebildet worden, die kannten das nicht. Ich übrigens habe in München am Deutschen Museum studiert und ich habe bei einem, also im Deutschen Museum, das war Geschichte der Naturwissenschaften und dieser Mann hat selbst noch bei einer Philosophin studiert, nämlich Hedwig Konrad Martius. Und ich wollte immer zu ihm kommen und auch ein anderer Münchner Prof hat bei ihr studiert, auch Hedwig Konrad Martius war Professorin an der Universität München und hat eben hier die Abkömmlinge. So. Also diese, ich will damit sagen, einige wissen etwas davon. Im Mittelstraß-Lexikon ist die Hedwig Konrad Martius nicht drin. Nicht? So ist das ganz verteilt an verschiedenen Orten. Und in München, Avé l'Allemand und der Nobis, die haben immer viel Schriften von Hedwig Konrad Martius vorgestellt. So ist das ganz zufällig. Auch die Metzler-Herausgeber haben keine Ahnung. Und dann sieht man wieder, ja, das ist eben auch, wissen Sie, in der Forschung machen 30 Jahre unheimlich viel aus. Und wenn, das begegnet Ihnen ja auch so, und wenn ich oft so prüfe mit den Professoren, dann sage ich auch immer, die machen das Gleiche, was die selber schon gemacht haben. Also da müssen Sie auch wissen, wenn Sie als junge Studierende da sind und selber Lehrer werden und sich vorstellen, Sie sind ja auch in Institutionen. Sie müssen auch gucken, dass Sie up to date bleiben, weil sonst lehren sie ja heute das, was man eigentlich vor 100 Jahren schon gelehrt hat. Und die Institutionen retardieren dann Wissen ja unglaublich stark. Also das heißt, wenn Sie jetzt von Professoren unterrichtet werden, die nichts Neues machen, sondern nur das, was Sie selber wieder von den Professoren gelernt haben, dann sind Sie in nur 100 Jahre zurück. Aber andere schlafen nicht, nicht? Also in anderen Ländern, wenn Sie international unterwegs sind, es ist einfach so, da muss man sich umgucken. Ja. Es ist ganz klar, dass in Wikipedia, wo jeder praktisch selber einstellen kann, Sie über alle Philosophinnen hier was finden. Unglaublich viel Material. Teilweise ist das Material der Philosophin, das ich Ihnen hier vorstelle, auch schon digitalisiert. Ja. Gehen Sie da rein, suchen Sie nach, Sie werden sich wundern, was Sie alles finden da drin. Jeden Namen sowieso über den hier. Und dann werden Sie auf einmal sagen, was erzählt denn die? Ist die am Ende der Forschung? Also Sie sehen, dass das eigentlich schon so breit etabliert ist. Literatur. Jetzt muss ich doch nochmal auf Literatur hinweisen, wenn Sie auf meine Website gehen. Ich mache ja nicht eine Vorlesung, ich habe ziemlich lange damit gewartet, auch das zu tun. Ich forsche schon sehr lange zur Geschichte der Philosophinnen. Wenn Sie auf meine Website gehen, können Sie viele dieser Texte und eigentlich alles, was ich hier sage, beruht ja auf alten Texten, Forschungen, Büchern und Publikationen. Ich habe das jetzt mal hier, einfach um es Ihnen mal zu zeigen, Philosophie, Hagengrube, Publikationen,
was hier an Büchern sind. Die Bücher sind natürlich jetzt nicht drin, was an Aufsätzen sind. Auch hier sehen Sie mit der Anna Rodriguez, bei der Sie auch was finden auf der Webseite über das, was sie gemacht hat. Dann zu Hannah Arendt und Adorno, zu Philosophinnen des 17. und 18. Jahrhunderts und zu Edith Stein, den Phänomenologinnen und so weiter. Das heißt, das ist auch eine Quelle für Sie, dass Sie da immer wieder nachgucken und Literatur dazu finden. Ich werde Ihnen aber zu jeder Stunde nochmal gezielt Informationen dazu geben. So, was mache ich heute? Die Geschichte der Philosophinnen aus dem Blickwinkel der Institutionen. Warum? Weil Sie vor mir sitzen. Ich habe vor 10 oder 15 Jahren, war ich auch schon Fachfrau und so etwas, da kam der Klett Verlag auf mich zu, sagten, wir machen ein neues Philosophie-Lehrbuch für die Schulen. Frau Hagengruber, arbeiten Sie mit, machen Sie das da über die Philosophin. Dann kam ich dahin, dann war das ein Theologielehrer, eine Biologielehrerin und noch ein Dritter, ich weiß nicht was, es war kein Philosoph dabei. Und dann ging es um die Frage, welche Philosophinnen gibt es? Dann sagte irgendeiner von den drei, Frau Hagengruber, es gibt ja eh nur Hannah Arendt und Xanthippe. Ja? Also das Wissen ist eben noch nicht wirklich sehr verbreitet. Ich möchte Ihnen heute zeigen, dass es nicht immer so war, sondern dass in verschiedenen Epochen die Philosophinnen verschieden präsent waren, dass sie teilweise sehr motivierend waren, innerhalb des philosophischen Kanons, sehr wichtige Figuren. Wenn Sie das hier kennenlernen, wir sind natürlich spezialisiert hier zum Beispiel auf Émilie de Châtelet. Émilie de Châtelet, Kant war ein Niemand, hat seine erste Publikation mit 40 Jahren zu einem Buch von Châtelet geschrieben. Als Kant etwas älter war und so weiter, haben gesagt, du schreibst immer ab von der Émilie de Châtelet. Das ist aber nachher wieder, sie ist publiziert worden, gehörte zu den 100 wichtigsten, bedeutendsten Persönlichkeiten ihrer Zeit, erschien in diesen Büchern, als Kant noch niemand war, nicht? Und, aber Sie müssen lernen, und das ist eine philosophische Aufgabe, dass Sie kritisch werden gegenüber Gegenwart, Institutionen. Die Philosophie kann Ihnen nicht mehr lernen, als eben zu sagen, es kann auch anders sein, ja? Wir können die Welt so und so gestalten, also gestern hatten wir das im anderen Seminar, der Raum kann so aussehen oder anders aussehen. Unsere Geschichte kann so aussehen oder anders aussehen. Es sind wir mit unseren Handlungen, die die Dinge gestalten. Es sind wir, die die Geschichten erzählen, die die Handlungen zulassen, die die Institutionen formen. Und es sind Sie, vor allem all jene auch, die dann Lehrer werden und Lehrerinnen werden, die eine junge Generation heranziehen, die entweder aggressiv ist oder nicht aggressiv, die entweder sagt, alle Frauen sind dämlich oder die sagt, alle Männer sind dämlich oder wie immer. Es sind diese Dinge, die in der Hand jedes Einzelnen liegen und das ist eine philosophische Aufgabe. Deshalb will ich Ihnen hier auch zur Einleitung sagen, nochmal einen Überblick geben in der Geschichte, einen kritischen Überblick, der noch viel kritischer sein könnte, dass Sie sehen, dass die Institutionen selbst ein wesentliches Moment sind, ein politisches, gesellschaftliches Element sind, wer oben ist, wer unten ist, wer was gilt und so weiter. Ja? Und das sind natürlich mit vielen anderen Tendenzen verbunden. Das ist einfach nur mein Überblick, wie ich durch diese Institutionen durchgehen werde. Also Pythagorea, Akademismus, dann griechischer Akademismus, Mittelalter, um Ihnen ein bisschen die Rolle von Institutionen klarzumachen. Über Institutionen zu sprechen, ist eine ganze Vorlesung der Soziologie und der Anthropologie und so weiter. Machen Sie es, dass da, gestern haben wir für Hannelore Bublitz gefeiert, die ist eine sehr kritische Institution, einen schönen kritischen Blick eben auch auf Institutionen. Hier können wir das nur ansprechen. Was bedeutet denn Institution? Wenn es von jemandem kein Buch gibt, dann ist das für Sie keine Institution, aus der Sie lernen. Ja? Also ich meine, gut, mit den digitalen Medien hat sich das jetzt etwas verändert. Aber früher war das so. Wir fragen also, haben diese Philosophinnen beigetragen mit Büchern, mit Papieri und so weiter? Wir fragen, waren diese Frauen vertreten an Akademien und Universitäten?
waren sie das immer. Wie antworten diese Institutionen auf Frauen? Wir werden das nicht mehr wissen, aber im letzten Jahrhundert, auch da gibt es ja immer verschiedene Zugänge und Ausschlüsse. Wer darf rein, wer darf nicht rein? Da werden Sie sich wundern. Nicht, das ist nämlich nicht so, dass die Frauen erst 1900 sonst was dazu durften. Auch da werden Sie einige Erkenntnisse haben. Dann, Sie haben in der Schule, wenn Sie es gelernt haben, noch nicht gelernt, dass Philosophinnen auch den philosophischen Kanon mit exemplifiziert haben. Das werden wir Ihnen zeigen, dass Sie eben auch immer die Rede, lassen Sie sich das nicht einreden, die Frauen wären immer draußen gewesen. Das ist sozusagen auch Ideologie. Dann ein Blick auf Rolle und Funktion der Religion in dem Zusammenhang und ein Blick auf politische und soziale Institutionen. Das machen wir jetzt. So. Mit der, die unsere Philosophiegeschichte, wobei ich nur über die westliche Philosophiegeschichte spreche, ja, und ich Sie nur ermuntern kann, sich um andere Philosophiegeschichten zu kümmern. Es gibt zum Beispiel, sage ich, gestern habe ich mir ein Buch kommen lassen über eine syrische Kaiserin, die unter die philosophische Schriften hinterlassen hat. Ja, etwa so um 200 oder 300 vor Christus, Julia Domna. Es gibt große Bereiche, Traditionen im ägyptischen Bereich, im syrischen Bereich, im heute libanesischen Bereich zu diesen Traditionen. Diese Traditionen sind auch in gewisser Weise verschüttet worden. Was ich hier suche, ist eigentlich noch eine Kreide, aber ich komme auch ohne aus. Also wir, wenn wir jetzt die, sehen Sie auch keine, oder? Kreide? Ja. Denn was ich Ihnen zeigen möchte, ist, wer weiß denn, mit wem so die westliche Philosophiegeschichte angesetzt wird? Mit wem wird die meistens begonnen? Lauter? Ja. Meistens mit Sokrates. Ja. Sokrates war beeinflusst von zwei ganz starken Richtungen, also die sokratische, platonische Richtung. Denn die Schriften von die mündliche Überlieferung von Sokrates beruht im Wesentlichen auf, Sokrates hat ja bekanntlich nichts aufgeschrieben, wie viele Leute haben denn aufgeschrieben, was Sokrates gesagt hat? Ich bräuchte schon eine Kreide, weil sonst wird... Nee, sehe ich auch keine. Ah, weil es müsste Ihnen ein bisschen deutlich werden, dass es zwei große Strömungen gibt der Antike, die hier praktisch zur sokratisch-platonischen Richtung zusammengehen. Ich nenne sie jetzt mal kurzhalber, also es ist ja eine kleinasiatische, das ist die der sogenannten Vorsokratiker und es ist die pythagoreische Richtung. Und diese, über diese pythagoreische Richtung werden wir hier sprechen, denn diese pythagoreische Richtung, die im Wesentlichen in Süditalien als Akademie existierte und auf Sizilien, die hatte eine bestimmte Philosophie. Erstens, sie publiziert nicht, sie schrieben nicht, aber sie hatten eine ganz bestimmte Form der Achtung, also Frauen. Wir wissen, dass es sehr viele Frauen gibt in der pythagoreischen Schule. Es ist sogar so, dass der goldene Schnitt, den Satz des Pythagoras kennen Sie alle, da wissen wir aber auch, dass der noch sehr viel älter ist und aus Babylon ist, also babylonische Einsichten sind, aber viele dieser Schriften auch, die aus dem pythagoreischen Kreis sind und es gibt diese Schriften, die sind in Finnland wieder ediert worden und die sind schon 1690 zusammengefasst worden, sind auch von Philosophinnen. In dieser Richtung der Pythagoreer kann man sagen, dass Frauen und Männer gleichermaßen waren, aber was heißt hier gleichermaßen existierten? Die Idee der Pythagoreer war die Idee der Proportionalität, das Ergänzungsmodell, so könnte man sagen. Also das heißt, die Idee der Geschlechter, der Philosophie war, dass nur dort eine Vollständigkeit der Proportionen erreicht werden kann, wo eben alle ihren Teil beitragen. Es ist also ein
Es ist ein Adäquatheitsmodell, eine Idee der Vollständigkeit und der Proportionalität, die nicht eine Idee in dem Sinne einer formalen Gleichheit ist. Ja? Und diese Idee der antiken Proportionalität, die wird in dem Denken dieser antiken Philosophen und Philosophinnen deutlich. Ich habe das schon gesagt, wir haben da eine ganze Menge an Texten. Wir wissen, dass Platons Mutter selber, das war auch nie verheimlicht, nur hat keiner immer danach geguckt, die hieß Periktione, das war Platons Mutter, die gehörte auch zu den pythagoreischen Philosophen. Und so wundert es uns überhaupt nicht, dass die platonischen Texte ganz stark pythagoreisch gefärbt sind. Zum Beispiel ist eine Idealschrift des idealen Staates, ist die Gleichheit von Frauen und Männern hier aber auch eine adäquate, ist ein Bild einer adäquaten, also schwankt zwischen adäquater und gleicher Voraussetzungen, Frauen gleichermaßen als Philosophenköniginnen und so weiter. Also, das muss man wissen, dass die Antike das hier schon etabliert hat. Das ist aber eine Richtung, die dann auch in der Antike vor allem zur Zeit von Aristoteles, etwa so um 300, 400, und auch von der anderen Strömung bekämpft wird. So stellt Platon diese Theorie der Gleichheit der Geschlechter, der Philosophinnen, schon als eine Theorie vor, für die er eintritt und die er verteidigen will. Wir müssen ferner bedenken, dass in dem Kontext der Institutionen die Griechen Göttinnen und Götter hatten. Das ist ganz anders als die Welt, in der Sie aufgewachsen sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie alle nur was von männlichen Göttern gelehrt haben. Es gibt kaum mehr was, es gibt keine germanischen Religionen mehr, keine alten Religionen. Da hatten Sie das alles. Paderborn war ja auch eine heilige Stadt. Paderborn liegt an gar keinem Weg, aber es hatte so viele Quellen, die ja bei den Germanen als Göttinnen galten, und so viele Bäume, nicht die Götter waren. Das sind Traditionen, die sind aber hier, Paderborn, erst seit 1200 Jahren verloren gegangen, weil Karl der Große sich hier den Namen des Sachsenschlechters verdient hat und Frauen und Kinder, jedes Jahr kamen Frauen und Kinder der Pader entlang zu morden, bis die endlich christianisiert waren. Nicht? Also, und da stellen Sie sich vor, es sind nur 1200 Jahre gewesen und vorher waren es andere Traditionen. Wenn man jetzt über Philosophie und kulturgeschichtliche Traditionen spricht, dann ist die Religion ein ganz wesentlicher Faktor. Die antiken Griechen kennen noch und auch die Römer dann die Tradition der Götter und Göttinnen. Und entgegen vieler männlicher Traditionen, die dann kamen und die immer sagen, ha, der Gott fürchtet, dass ein ihm Gleicher geboren wird, nicht dieser Mythos. Das ist interessanterweise in der antiken Philosophie, in der griechischen Philosophie, ist es ein Mädchen, das Zeus geboren wird. Und es wird Zeus geweissagt, dass dieses Kind, das geboren werden wird, ihm gleich sein wird. Daraufhin reißt er es, das kommt in fast jedem Mythos, antiken Mythos vor, also auch im babylonischen und so weiter, reißt er es aus dem Leib der Mutter und setzt sich in den Kopf. Und aus seinem Kopf entspringt in voller Rüstung Athene. Athene ist jetzt auch in den Attributen ja ganz anders als das, was Sie kennen, wo Frauen immer entweder lieb sind, also Mutter oder Hure. Das ist eben bei den Antiken auch anders. Da sind die Frauen, hier ist Athene die Göttin der Weisheit und des Krieges. Ja? Da werden diese beiden Dinge kombiniert und da sehen Sie ein paar Abbildungen. Rechts sehen Sie eine andere Göttin, die sehr wichtig ist, das ist Artemis aus dieser Götterfamilie. Links sehen Sie Athene, immerhin, sie ist ja auch die Schutzgöttin Athens. Und in den antiken Geschichten von Homer spielt sie auch immer ein bisschen so gegen ihren Vater. Aber ich habe das schon gesagt, das ist eine Zeit auch schon des Übergangs. Da gibt es viel dazu zu sagen. Man sieht sie mit dem Schild, mit der Eule der Weisheit und also kriegerisch ausgestattet und mit Attributen der Weisheit ausgestattet. Das hier ist Artemis. Sie lebt mit den Tieren. Sie ist die
symbolisch von Männern unbezwingbare, der die ganze Natur gehört. Sie ist die Zwillingsschwester von Apollon. Also und diese Frauen werden dann auch in der römischen Götterwelt, heißen sie nicht mehr Athene und Diana, sondern da, und Artemis, sondern dann heißen sie Minerva. Ich kann es leider nicht aufschreiben, aber die Namen kommen nochmal vor. Minerva, Athene wird zu Minerva in der römischen Mythologie. Also im Prinzip, sagen wir so, wir machen hier nicht Mythologiegeschichte, bleibt die Idee dahinter dieselbe. Und das hier ist Artemis, die in der römischen Mythologie zur Diana, der Göttin der Jagd, wird. So, Institutionen der griechischen Antike. Sokrates sagt an zwei Stellen, Sokrates wird weitgehend, also der Beginn der westlichen Philosophiegeschichte, die ja oft gedacht hat, sie ist die einzige und größte und so weiter, aber das wollen wir hier gar nicht diskutieren, wird ja von Platon, also weitgehend, viele Texte Sokrates werden uns ja von Platon in der Figur des Sokrates wiedergegeben. Das Interessante ist, dass die platonischen Texte, also wer Platon als Philosoph ist, soll ich noch klarstellen? Ich brauche eine Kreide. Sokrates, Platon, Aristoteles. Wer ist wessen Schüler? Wer kann die Reihe sagen? So. Ja. Jetzt sollen Sie schon wissen, die Mutter von Platon ist Pythagoreerin. Ja, geht die Reihe schon etwas anders weiter. Innerhalb der platonischen Texte finden wir an zwei wichtigen Stellen Frauen, wo Platon Sokrates sagen lässt, dass er von Frauen seine Philosophie erhalten habe. Eine Stelle ist hier im Menexenos. Hier geht es um die politische, demokratische Entwicklung Athens. Vielleicht wissen Sie noch oder lernen es jetzt wieder, dass die griechische Antike, Athen, eine Demokratie war. Gewöhnlich wird der Gatte dieser Frau, Perikles, als er genannt, der die Demokratie in Athen etabliert und institutionalisiert hat. Im platonischen Dialog finden wir nun, wo Sokrates sagt, ich hatte sie als Lehrerin, und auch Perikles hatte sie als Lehrerin. Dann kommt eine berühmte Rede, die sogenannte demokratische Rede. Und er sagt, sie habe sie geschrieben. Dieses Stück wurde bis ins zweite Jahrhundert, also 6 Jahrhunderte lang, jedes Jahr in Athen aufgeführt, zur Feier des demokratischen Athen. Also mal kurz zu Institutionen. Das ist Aspasia, die hier genannt wird. Dass sie an anderen Orten durchaus immer noch eine Berühmtheit ist, kann man daran sehen, dass sie hier zum Beispiel in der Athenischen Universität sitzt, sie hier mit Perikles und um sie herum die großen Denker und Künstler der Zeit. Hier wird also Aspasia als das Zentrum der griechischen Aufklärung gefeiert. Das Bild ist ja erst aus dem 18. oder 19. Jahrhundert Athens. Aber in Athen ist diese Erinnerung an diese Frau viel, also noch lebhafter. Hier sehen wir eine antike Stele, in der wir sehen, wie Sokrates unterrichtet wird von Diotima über die Ideenlehre. Ja. Das war eine Stele, das waren so behauene Steine, die am Wegrand aufgestellt wurden. Dankeschön. Dankeschön, also Anna. Ja. Ja. So, jetzt ist es wahrscheinlich so, dass ihr dazu gar nichts mehr einfällt. Ja. So, dass diese platonische Tradition, die sich aus den Pythagoreen herleitet, das habe ich vorhin schon gesagt, diese Gleichheit der Frauen
immer wieder auch und auch gegen die andere, zweite Strömung versucht zu verteidigen, darauf habe ich schon hingewiesen, dass hier die Frauen präsent sind in diesen platonischen Werken, das habe ich gesagt, und dass die Haupttheorie von Platon erstens eingeführt wird von einer Frau, von dieser Diotima, die Ideenlehre, und dass zweitens Platon selbst in seiner Politeia, so heißt das Werk zum idealen Staat von Platon, Politeia, und dahinter wird die Nummer angegeben, so wird das platonische Werk zitiert, und da sagt Platon, es geht um die Wächter, also die Herrscherklasse, und er sagt, hier bringt er das, drückt er das eben krass aus, deshalb nehme ich dieses Beispiel so gerne, er schreibt darüber natürlich hunderte von Zeilen. Die weiblichen Schäferhunde betreffend sollen wir der Meinung sein, sie müssen eben dasselbe mithüten wie die männlichen Hüten und auch mitjagen und alles andere gemeinsam verrichten. Da stellt er, und er sagt, wie kommt ihr auf die Idee, dass es bei Menschen anders sein soll? Ja. Und warum er hier die Schäferhunde nimmt, ist eben, weil er als die Leiter des Staates, die analogisiert er mit Wächtern des Staates und deshalb nimmt er hier das Beispiel des Wachhundes. Und da sagt er eben, es kann gar nicht sein, dass die Frauen nicht auch die Wächterin des Staates hier sein sollen. Das, da sehen Sie mal, antike Institutionen. Wer kennt denn irgendetwas noch aus der Antike? Was haben Sie denn noch gelernt von Antike? Literatur, Kunst. Wenn Sie an die griechischen Tragödien denken, sozusagen immer Hauptfiguren, Frauen, 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 Medea, Sie können mal, schön, dass Sie Anna da sitzt, Sie kann mir dann immer weiterhelfen. Das ist eine so starke Tradition, ja, die dann zerbricht. Und ich will Ihnen jetzt hier zeigen, wie sie zerbrochen ist. Ich habe Ihnen schon gesagt, also ich habe vielleicht noch nicht wirklich darauf hingewiesen, dass Platon ist der Begründer der großen Akademien. Vor Platon gibt es eigentlich nicht in dem Sinne, wie wir es jedenfalls nicht in diesen unseren Traditionen institutionalisierte Bildungseinrichtungen. Platon ist der, der mit seiner Gründung einer stabilen Akademie eine solche Bildungseinrichtung schafft, 387 vor Christus. Diese Bildungseinrichtung existiert über 900 Jahre, es ist das Harvard der Antike. Da aber die Griechen, die antiken Griechen ihre Macht verlieren, diese Institution besteht weiterhin, die Römer übernehmen politisch-imperialistisch die Macht und diese Institution der sogenannten Platonischen Akademie finden Sie dann in verschiedenen Städten des Römischen Reiches. Ägypten ist eine der großen, mächtigen und reichen Staaten auch in der Antike. Deshalb kommen die Römer da auch. Sie können es nicht bezwingen, also heiraten sie die Kleopatra bekanntlich. Also die antike Bildungsstätte in Alexandrien, es ist die größte Bibliothek jener Zeit und so weiter. Ich will Ihnen hier nur deutlich machen, dass die Platonische Akademie viele Niederlassungen hatte, wie heute das MIT oder die Uni München oder so in Singapur und hier und dort, man dort studieren könnte. Und dass wir wissen, dass an der Platonischen Akademie immer Lehrerinnen waren und Studentinnen. Auch Platons Schwester selbst war Lehrerin an der Platonischen Akademie. Ja, und wir finden weitere Leiterinnen der Platonischen Akademie, zum Beispiel Hypatia. Sie ist, jetzt sind wir aber schon im Jahr 400, das ist schon 800 Jahre nach Platon. Denn Platon lebte ja 400 vor Christus, Hypatia 400 nach Christus. Sie ist dort die Leiterin, sagen wir, des Harvard der Antike. Und im Hintergrund entfaltet sich schon das junge Christentum. Ich möchte Sie auch nochmal, ich möchte Ihnen in Erinnerung rufen, dass auch das junge Christentum im Wesentlichen aus den griechischen Texten hervorgeht und griechischen Denkern.
Griechenland erstreckt sich damals über das heutige Libanon, Palästina, Libanon, Syrien und so weiter. Und dort sind die frühchristlichen Texte entstanden. Und zwar in griechischer Schrift. Und zwar im Ende des 1., 2., 3. Jahrhunderts. Nicht? Also die sind ja nicht hebräisch geschrieben worden, und wie immer auch. Das heißt, das frühchristliche Denken hatte viele griechische Inhalte, aber die Griechen oder das traditionell griechische Denken war ein paganes Denken. Also weiß nicht, ob das noch ein geläufiger Begriff ist heute. Pagan, heidnisch. Und es gab eben nicht, also vor allem die, die hier christlich sind, es gab eben nicht nur eine Christenverfolgung, es gab eine Verfolgung der Heiden durch die Christen. Dort, wo die Christen sich etabliert haben, stabilisiert haben, wurden auch die Heiden verfolgt. Hypatia ist so ein Beispiel. Sie war eben selbst, kam aus einer Wissenschaftlerfamilie und hat hervorragende Leistungen gebracht in der Kosmologie. Und hier finden wir nun einen Bericht über ihren Tod, den lege ich Ihnen gar nicht ganz vor, von Sokrates Scholastikos, der selbst ein Kirchenmann war. Diese Frau wurde auf so grauenvolle, war eine große Berühmtheit noch in ihrer Zeit, wurde aber auf so grauenvolle Weise ermordet. Sie war ein Opfer der Auseinandersetzungen zwischen Christen und antike Denkrichtungen. Und sie war eigentlich mehr oder weniger ein Symbol. Das junge Christentum im 4. und 5. Jahrhundert überlegte sich immer und diskutierte heftig, ob sie das Wissen der Heiden in die christliche Lehre integrieren sollte. Es war natürlich unglaublich schwierig, das sogenannte pagane Wissen vom christlichen zu unterscheiden. Und Sie müssen wissen, dass im frühen Christentum es aufgrund der heidnischen Traditionen genauso Priesterinnen des frühen Christentums gab wie Priester. Die wurden aber dann etwa in der Zeit um 400, die Frauennamen, interpoliert und aus Paula wurde Paulus. Ja, aus irgendwelchen eben weiblichen Namen wurden männliche gemacht. Das wissen wir, da gibt es viele Interpolationen in dieser Zeit, als sich das junge Christentum entscheidet, sich vom antiken Wissen zu trennen. Das hatte unglaubliche Folgen für die wissenschaftliche Tradition des Christentums. Das ist das, was wir immer noch in einem bösen Sinne auch Mittelalter nennen. Und es hatte sehr schlimme Folgen für die Frauen. Also Sie müssen immer unterscheiden, frühes Christentum, denn auch im frühen Christentum haben wichtige Leute des frühen Christentums auch studiert an den platonischen Akademien. Also die platonische Akademie, berühmteste Bildungsinstitution der Antike, gegründet von Platon, existiert 900 Jahre und wird dann zwar hier 527, aber nach diesen heftigen Streitigkeiten über heidnische Philosophie geschlossen. Dort gab es Frauen an diesen Akademien als Lehrerinnen und Studentinnen so, und wurden eben auch im frühen Christentum noch als Bildungsstätte genutzt. Ja? Wen? Ah, ja, genau, auf diesem Film Agora. Aber es gibt einen Film über die Hypatia, aber den möchte ich gerne nächste Stunde oder in der übernächsten Stunde, wenn wir dann diese einzelnen, was wir ja tun, ich möchte Ihnen heute einen Überblick geben über die Institutionen, damit Sie schon mal so eine Grundidee haben. Und dann gehen wir jetzt nach und nach diese einzelnen Stationen und die Lehre der einzelnen Frauen nach. Ja. Das Mittelalter, die Daten, die, mit denen ich das Mittelalter hier festmache, die nicht unbedingt mit denen übereinstimmen, wie andere es festmachen, nur sagen wir in Geschichte, es kommt darauf an. Ich mache es hier fest an den zwei Daten, Schließung der Platonischen Akademie, Wiedereröffnung der Platonischen Akademie. Zugleich bestimmen diese beiden Daten etwas, nämlich im Verhältnis zu den Wissenschaften. Ich möchte es symbolisch noch einmal erwähnen. Das letzte große Gebäude der antiken
Architektur und Mathematik ist die Hagia Sophia in Istanbul. Diese Hagia Sophia hat die größte freitragende Kuppel, die zu jener Epoche gebaut werden konnte. Und sie wurde von dem christlichen Kaiser Justinian gebaut, aber mit dem Wissen der heidnischen Mathematiker und so weiter, mit diesem klassischen griechischen Wissen. Man war nicht in der Lage, weil man das ganze antike und heidnische Wissen abgelehnt hat, man war nicht in der Lage, über 1000 Jahre wieder eine solche Kuppel nachzubauen. Erst 1460 ist es Bramante in Florenz wieder gelungen, nach diesen Prinzipien eine Kuppel zu bauen, und daraufhin wurde auch dann der Petersdom wieder nach diesen Prinzipien einer freischwebenden Kuppel gebaut. Und da kann man eigentlich ja sehen, die Kalenderrechnung, die Mathematik, alles hat einen großen Einbruch erlitten durch diese Trennung. Es gab auch 1000 Jahre keine platonischen Texte. Diese kommen erst wieder mit der Renaissance in den Westen an. Verbreitet waren hier aristotelische Texte. Aristoteles tradiert eine philosophische Tradition, die in mancher Hinsicht von der platonischen ganz unterschiedlich ist. Aristoteles hat immer die Unterordnung der Frauen vertreten, ja, also Xenophon und so weiter, das ist sozusagen diese andere Richtung, die ich Ihnen zeigen wollte, die auf die Philosophie einwirken. Wir haben hier eine, hinten, vorne. Also wenn wir sagen, wir haben hier zwei große philosophische Traditionen, die auf Sokrates gehen, das ist die pythagoreische und die aus Kleinasien. Ich fasse sie jetzt einfach mal zusammen, das kann man alles noch mal genauer sehen. Wir haben hier eine Sokrates, Platon. Wir haben hier Xenophon als ein Vertreter von diesen Denkern, und hier haben wir eine ganz starke Hierarchie, auch etwa eine Hierarchie der Geschlechter, etwa bei Aristoteles, und hier haben wir dieses Gleichheitsmodell. Und Sie werden sehen, dass in der Philosophiegeschichte sich in vielen Hinsichten dieses so schematisch immer wieder finden lässt. Im Mittelalter hier kehren wir die Idee der Demokratie bricht wieder auf und es etabliert sich wieder eine hierarchische Herrschaft. Es ist der König, der auch, also der oberste Herrscher, der immer im Zusammenhang eigentlich auch mit der Religion institutionalisiert wird. Ich will da auch nicht in verschiedenen Formen. Lassen wir das mal so offen, da können wir noch viel drüber sprechen. Zum Beispiel Karl der Große ist auch ein klassisches Beispiel für solche Sachen. Wir haben durch diese Zurückdrängung des paganen Wissens, den Ausschluss des paganen Wissens, eine unglaubliche Schwächung der Wissenschaften, also die wir so um 500 ansetzen können. Ja? Die Frauenklöster werden geschlossen, gibt es als Bildungsinstitutionen nicht mehr. Die platonischen Akademien werden geschlossen. Die einzigen Bildungsinstitutionen, die sich so im Großen und Ganzen erhalten können, sind Bildungsinstitutionen im Dienst der Kirche. Die Kirche hat aber hier die Frauen ausgeschlossen. Die Frauen finden also dort nicht mehr teil. Es gibt auch keine Frauenklöster mehr. Erst um 1100 werden die ersten Frauenklöster wieder erlaubt. Und da finden sie dann sofort wieder jede Menge Frauen drin. Wir haben aber im Mittelalter eine Tradition weiter von Rechtsschulen und von Medizinschulen. Und das Interessante ist, dass die ersten Universitäten, die sich gründen, die aus solchen Medizin-Rechtsschulen hervorgehen, schon ab dem 13. Jahrhundert wieder Frauen als Professorinnen haben. So, das ist wichtig, dass Sie das verstehen, dass also im späten Mittelalter fängt wieder so eine Wiederbelebung, ein Interesse an Kunst und Wissenschaften an. Wir müssen auch wissen, Zeit der religiösen Kriege, Restauration des wissenschaftlichen Interesses,
Nun haben wir zwei Typen von Universitäten. Einerseits Universitäten, die aus dieser christlichen Tradition hervorgehen. Dort nennt man sie Kathedralschulen, weil also um die großen Kathedralen herum der Nachwuchs der Priester ausgebildet wurde. Hier haben wir einen Ausschluss von Frauen und wir haben die Tradition der Rechts- und Medizinschulen. Sie schließen Frauen ein, Frauenwissenschaftlerinnen und Professorinnen, in Bologna etwa, aber auch in Pavia. Relativ früh mit den ersten Universitäten. Auch das, es wird ja heute immer gesagt, ach, Frauen hatten keinen Zugang und so weiter. Stimmt also nicht. Wir müssen genau hingucken, wie diese Traditionen waren und eben die Geschichte der Institutionen hier angucken. Interessant ist, und ich hoffe, Sie sind, oder ich denke, Sie sind bekannt, dass in der Renaissance in Florenz durch die großen Künstler auch die sogenannte Platonische Akademie wieder gegründet wurde. Aber der Akademismus findet sofort wieder statt. Teilweise versteht er sich eben auch als Gegenbewegung zu den sehr konservativen Universitäten. Ja? Und das Interessante ist auch, dass wir in diesem Akademismus nicht nur in Florenz, in Rom und Neapel, auch Deutsche und so weiter, wieder Frauen in diesen Akademien finden. Ich möchte unbedingt darauf hinweisen, dass die Hexenverbrennung erst zu diesem Zeitpunkt passiert. Das ist eine Gegenbewegung wie die Gegenreformation, während sozusagen im Hintergrund die eine neue Stärkung des demokratischen und Bewusstseins stattfindet, werde Ihnen gleich zeigen, wie, und die Hierarchie der Kirche und des Staates und des Königstums zu bröckeln beginnt in der protestantischen Bewegung, aber auch in politischen Bewegungen. Denn die protestantischen Bewegungen, der Tschechei, der von Schweden und so weiter, waren ja im Kern auch politische Bewegungen. Und diese politischen Bewegungen wenden sich dagegen, dass dem König alles gehört, dass er sozusagen Eigentümer des ganzen Landes ist. Sie wenden sich, ich will das mal so im Groben und Ganzen sagen, gegen eine hierarchische Struktur der Gesellschaft. Ja? Erst als diese Auflösung beginnt und die Gegenreformation ansetzt, mit der Gegenreformation, findet erst praktisch in der frühen Neuzeit die Hexenverbrennung statt. Ich weiß nicht, wer sich das auf der Burg Wewelsburg schon, auf der Wewelsburg schon angeguckt hat, den Raum, in dem die jungen Hexen hier gefoltert wurden, sollten das tun. Also es würde sich fast lohnen, da gemeinsam mal hinzugehen, zu sehen erstens, wie nah das ist und ja, wie absurd das ist. Und gleichzeitig möchte ich Ihnen auch sagen, Sie müssen immer gewahr sein, weil jede Zeit findet Menschen, die bereit sind, um andere loszuwerden, die ihnen gefährlich werden könnten, ja, gemein zu werden. Also das ist so der große Individualismus, der uns heute möglich ist, ist auch immer, muss immer wieder verteidigt werden. Das Interessante ist, dass in der Renaissance gleich eine so starke Bewegung der Frauen stattfindet, dass wir dort eine Vielzahl von Büchern finden, zum Beispiel über den Vorrang der Frauen und die Difetti und die Fehler, ja, e Mancamenti der Männer. Es ist ein Text, der in der Zeit besonders berühmt ist und vielfach gedruckt wird und zitiert wird. Es gibt eine Fülle von Schriften über den Vorrang der Frauen in dieser Epoche, auch von Männern, Agrippa von Nettesheim und so weiter. Es gibt eine ganz große Bewegung und die Hexenverbrennung ist die Gegenbewegung oder teilweise eben auch gegen diese starke Frauenbewegung dieser Zeit. Der Aristotelismus, der bis dahin auch ganz stark mit der Kirchenlehre einherging, wird der Feld und hier haben wir, ich glaube, ein Stich, den Sie vielleicht alle schon mal gesehen haben, die Frauen reiten auf Aristoteles. Das ist irgendwie so symbolisch und typisch, nicht? Für diese Epoche, damit kann man das ein bisschen deutlich machen oder so holzschnittartig deutlich machen.
wie sich die Zeiten verändert haben. Denn Aristoteles hatte ja die Unterwerfung der Frauen gefordert und er hatte überhaupt so viel Quatsch behauptet. Er hatte behauptet, dass die Erde im Zentrum des Universums stehen würde. Und diese Epoche sagt nun, so ein Schwachsinn. Wir werden jetzt wieder Platoniker. Denn die platonische Theorie, etwa auch Hypatia, die hatte immer andere, auch kosmologische Theorien. So, hier stelle ich Ihnen dann schon eine Philosophin vor, Christine Pisan, die vor allem einen wichtigen Spruch der Renaissance und der neuen Philosophie und der neuen Lebenseinstellung geprägt hat: Vertraue deiner eigenen Erfahrung. Und das Interessante ist auch, dass Christine de Pizan hier eben ziemlich schimpft gegen ihre Mutter, weil sie sagt, die hat immer noch versucht, mich in dem alten Druck zu erziehen. Ja, und die hat mich eigentlich nicht rausgelassen. Und das will ich auch sehen, mein, jeder von Ihnen hat eigene Erfahrungen. Es gibt genügend Väter in der ganzen kulturgeschichtlichen Tradition, die ihre Töchter wirklich hervorragend ausgebildet haben und die nie der Überzeugung waren, dass die Mädels blöder sind als die Jungs. Also deshalb ist dieses Beispiel hier. Es sind ja nicht immer alle Frauen schon für Frauen. Also da es ist eben nicht unbedingt geschlechtlich gebunden. Hier nur ein Beispiel von Botticelli, der vielleicht vielen bekannt ist als Maler der Renaissance. Er fängt nun an, diese antiken Göttinnen wieder zu malen. Nun kommen auch die antiken Göttinnen sozusagen nach 1000 Jahren wieder rein. Und das Interessante ist, dass sich diese Frauen dann eben teilweise auch wieder in diese Tradition der Göttinnen setzen. Man versucht, das Christentum nun in gewisser Weise mit der antiken Lehre wieder zu verbinden. Das soll ein Bild von Athene, also Minerva sein und der Minotaur, und Sie sehen, das ist natürlich das Schild der Athene, ist hier schon eher zu einem christlichen Symbol geworden. Man versucht das wieder miteinander zu verschmelzen. Hier sieht man, das ist als Diana, auch sie, Madame Pompadour, noch im 18. Jahrhundert, lässt sich als Diana, also als Artemis, als die unbezwingbare Göttin der Jagd und der Natur abbilden. Sehen diese Tradition, das will ich Ihnen damit schildern, die geht jetzt ziemlich lange, ja? 200 Jahre. Auch hier finden Sie nochmal um 1700 ein Bild von Aspasia. Sie können an dem, was die Maler und Malerinnen, es gibt eine Vielzahl von berühmten Malerinnen auch und Künstlerinnen und Schriftstellerinnen in dieser Epoche, dass eben die hier die antiken Frauen und Traditionen wieder aufnehmen. So. Und diese Zeit ist eigentlich eine Kernzeit der Bewegung der Frauen und auf die ich im Rahmen der Vorlesung in besonderer Weise fokussieren werde. Man kann sagen, dass in dieser Epoche, die nun ansteht, über die ich sprechen will, eigentlich eine Modernität in der Auffassung geleistet worden ist, von der wir heute noch leben. Das ist die Epoche der Demokratisierung. Das ist die Epoche, in der die aristokratischen Herrschaften gestürzt werden. Das ist die Epoche, in der das Bürgertum sich selber Geld verdienen kann und Leibeigenschaft abschüttelt. Das ist aber auch die Epoche, in der die großen Religionskriege Europa zweiteilen. Man muss sagen, Spanien und Frankreich ganz stark in der Gegenbewegung verharren. Und die vor allem die reformierten Länder, die protestantischen Länder wie England und Schweden hier ihren Vorrang ausbauen im Handel. So, Spanien, so müsste ich das denken, zu dieser Zeit, Spanien gehört eigentlich schon ganz Südamerika, die ganzen Kolonien, der ganze Reichtum, das ganze Gold fängt an nach Spanien zu fließen, aber Spanien macht sich ganz zu, zentralisiert,
dieser, wie heißt jetzt die Reconquista, schmeißt die Araber, die Juden hinaus und so weiter. Und zur gleichen Zeit erstarkt England. England, das zu dem Zeitpunkt erst noch keine Kolonien hat, fängt an, um die Welt zu segeln, einen Welthandel aufzubauen, die Ostindien-Kompanie aufzubauen. Spanien sitzt auf dem ganzen Geld zentral und geht daran zugrunde, wie der König Midas, der das viele Geld nicht essen kann, während sich in England, und das war der große Eklat, eine Königin, die natürlich in dieser protestantischen Tradition steht, eine Königin, die großen Spanier besiegt und England überhaupt zur globalen Macht ausbaut. Vergleichbar ist das etwa mit der Christina, nicht ganz so, Christina nimmt dann eine andere Wendung. Aber diese gesellschaftliche Entwicklung spiegelt sich ganz stark auch bei den Philosophinnen. In dieser Zeit haben wir ganz starke Frauen. Politisch gesehen herrscht jetzt wieder Platonismus. Die berühmtesten Platoniker, die berühmteste Utopie ist Thomas Morus. Thomas Morus, obwohl jetzt kein Protestant, nimmt die platonische Utopie wieder auf, der Gleichheit der Menschen. Frauen und Männer sind gleich gekleidet. Frauen und Männer lernen dasselbe. Frauen und Männer haben dieselben Aufgaben und so weiter. Das finden Sie in der Utopie von Thomas Morus. Warum ist es vielleicht bisher noch nicht gelesen? Steht trotzdem drin. Sie sind nicht aufgefallen, einfach nicht aufgefallen. Das ist der neue Wind, der hier weht. Und Sie können sich vorstellen, dass eine solche Utopie, eine solche politische Utopie in einer Zeit, in der in jedem Land ein König herrscht und dem alles gehört, der mit den Leuten tun kann oder weitgehend tun kann, was er will, dass das Sprengstoff ist. Eine vergleichbare Utopie von Tommaso Campanella, auch hier diese Gleichheitsprinzipien, Tommaso Campanella, dem wird dann vorgeworfen, ich meine, Thomas Morus wird ja auch geköpft, auch Tommaso Campanella sitzt 28 Jahre im Kerker in Neapel, weil er angeblich einen Aufstand gemacht hat für diese Gleichheitspolitik im Süden Italiens. Das ist die Gegenfigur Jean Bodin. Jean Bodin ist der Theoretiker der Gegenreformation, der politische Theoretiker. Er sagt, ein Reich, ein König, ein Glaube. Er ist der große Theoretiker des Absolutismus, der sich in Frankreich und Spanien, also in diesem habsburgischen Bereich, etabliert, über Jahrhunderte etabliert und erhalten kann und eben auch seine politischen Folgen dann nach sich zieht. Er ist auch Erzfeind der Frauen, sagen wir so, die Frauen argumentieren gegen ihn, aber Sie müssen sich eben vorstellen, dass beide Bewegungen gleichzeitig Europa in dieser Zeit bestimmen. Gerade gegen ihn, wir werden eine Philosophin kennenlernen, weil er sagt, alle Bürger müssen sich wieder zurückziehen. Die Renaissance bedeutet eben auch eine große politische und individuelle Öffentlichkeit. Das heißt, jeder durfte, sage jetzt mal in Anführungszeichen, so leben, wie er wollte. Und das nach Jahrhunderten der Einschränkung. Und nun kommt eben diese Gegenbewegung dieser starken zentralistischen Länder und sie will diese Freiheitsbewegung, etwa Italien, nicht? Italien hatte so viele Stadtstaaten zu dieser Zeit, auch Deutschland, es war ja bei weitem nicht geeint. Aber Frankreich und Spanien, das waren schon zentralistische Staaten. Und dieser Zentralismus solle erhalten werden, das ist die Idee, und die Bürger und das Bürgerrecht soll zurückgenommen werden. Die Bürger sollen die Mitsprache, die sie in den 200 Jahren sich erringen konnten, keine bürgerliche Gleichheit mehr, keine Gemeinschaft von Individuen, es gilt nur das vom Souverän gesetzte Recht, und der Souverän selbst ist dem Gesetz nicht unterworfen und so weiter. Ja? Das muss man durchformulieren in alle seine Einzelheiten, was das für die einzelnen Bürger bedeutet. Die sind nämlich der Willkür des Herrschers jetzt einfach wieder unterworfen.
Nun kommt die große Epoche gleichzeitig, ich habe Ihnen gesagt, dass ich das wieder abspiele, von Diana zu Minerva. Links sehen Sie Diana, rechts sehen Sie die sogenannte Minerva. Diana heißt auf Griechisch Artemis, Minerva Athene. So, und jetzt möchte ich mal wissen, eine von den beiden hat hier in der Nähe gewohnt. Wer weiß denn welche? 40 Kilometer oder 60 Kilometer von hier. Das finde ich immer sehr interessant, weil die nämlich wirklich auch weltweit bekannt ist, aber hier eben sehr wenig bekannt. Ja, bitte. Ich glaube, es kam aus dem Herford. Sehr gut. Ja, genau, dass sie... Wissen nicht, welche das ist? Okay, also das ist ganz richtig. Es ist die Fürstbischöfin von Herford gewesen. Sie heißt Elisabeth von Böhmen, das ist so ihr Titel. Ihr Vater war der Kurfürst von Heidelberg und kurzzeitig König von Böhmen. In der Zeit ist sie geboren. Es ist die Linke hier. Sie lässt sich hier mit der Sichel der Diana Artemis, der Mondsichel, sie ist die Unbezwingbare, sie ist Fürstbischöfin. Paderborn war auch ein Fürstbistum. Und nur bei den Protestanten gab es sowas analog für die Frauen. Sie war Fürstbischöfin von Herford, der sogenannten Stadt der Frauen, und hat dort gewirkt, hat das Fürstbistum Herford zu einer unglaublichen Blüte gebracht. Es war unglaublich reich an Wein, an Landwirtschaft und so weiter und ist ja heute noch wirklich herausragend, muss man sehen, in dieser ostwestfälischen Kultur. Rechts haben wir Emilie de Châtelet und man muss sagen, das sind also zwei herausragende Frauen dieser Zeit. Gehen wir mal hier so weiter. Diese Frauen sind eng verbunden auch mit den großen Namen der Philosophie. Kann jemand hier die Männer erkennen darauf? Können Sie die Männer und die Frauen beide nicht erkennen? Ist immerhin schon was gleich. Also ja? René Descartes kenne ich schon mal. René Descartes erkennt er schon mal. Genau, hier. Jetzt ist die Frage, mit wem von denen könnte René Descartes in Verbindung gestanden sein? Ja, machen wir erstmal bei den Männern weiter. Welchen Mann erkennen Sie noch? Ja? Leibniz? Noch einer? Ja? Das ist Locke, oder? Es ist, diese Frauen sind eigentlich von der Entwicklung der Philosophie dieser Männer überhaupt nicht wegzudenken. René Descartes wollte immer seine Schriften gemeinsam mit den Briefen, Descartes hat ja vieles in seinen Briefen entwickelt, an seine Kollegen geschickt, kritisieren lassen und so weiter. Er hat zu Lebzeiten diese Briefe mit publiziert zu seinem Werk. Er hat Elisabeth von Böhmen immer gebeten, ihre Briefe auch publizieren zu dürfen, was sie nicht erlaubt hat. Er hatte ihr seine Physik gewidmet und so fort. Über die Einzelheiten werden wir sprechen, wenn ich Ihnen die Philosophinnen vorstelle. Es gäbe keine Philosophie der Monade von Leibniz, wenn nicht hier sie ihn bekannt gemacht hätte mit der Philosophie von Anne Conway, die über den Begriff der Monade philosophiert hat. Und der Leibarzt von Anne Conway kam an ihren Hof, also das ist ihre Schwester, und die haben hier den, das Interessante ist, dass diese Schrift der Monade von dieser englischen Philosophin, denn unsere Elisabeth von Böhmen war halb englisch, also sage ich Ihnen aber dann nochmal, wenn wir soweit sind, diese Schrift der Monade ist heute noch in ihren philosophischen Lexika unter dem Namen des Arztes, der sie von England nach Deutschland gebracht hat, aufgezeichnet, nämlich Mercurius von Helmond. Die ganze Forschung zu dieser Schrift ist unter dem Namen eines Mannes abgelaufen
obwohl Leibniz immer schreibt, alles in meiner Philosophie verdanke ich der Philosophie von Anne Conway und Platon und Demokrit. Ja. Also das mal zu Institutionen und zu Büchern. Ich war ja gerade in San Sebastian, da gibt es einen Philosophen, der macht Research Ethics. Und er sagte auch, ich meine, das ist natürlich auch, Sie müssen auch lernen, dass auch Wissenschaft immer nur von Menschen gemacht wird, von Menschen mit Machtinteressen und sich so vielfältig gestaltet. Ja, dazu kommen wir dann, das sind die Damen im Einzelnen. Ich will noch eingehen auf Emilie du Châtelet. Sie ist von ausnehmender Berühmtheit, sie ist so einflussreich. Sie beeinflusst Hume, sie beeinflusst Kant, Voltaire, La Mettrie, Diderot, Montesquieu, Euler und so weiter. Wird eine Stunde nicht reichen. Hier haben wir so ein Zitat, wo Voltaire sagt, sie, also Madame du Châtelet, hatte ihren Teil an dieser Veröffentlichung, Minerva diktierte und ich habe geschrieben. Nicht? Das ist hier die Minerva, die ihm diktiert. Das Werk Newtons diktiert. Dann kommen wir mit dem 18., 19. Jahrhundert, mit der Erklärung der Menschenrechte. In Amerika und in Frankreich scheint erstmal vieles abgeschlossen zu sein. Die demokratische Bewegung scheint sich wieder etabliert zu haben. Die Frauen haben genauso mitgekämpft und wollten die Gleichheitsrechte wieder für sich haben. Sie haben sie aber nicht gekriegt, ja? Sondern sind auf der Guillotine gestorben. Es gab dann mit der Romantik und mit Rousseau einen unglaublichen Backlash für die Frauen und darin müssen sie ein bisschen den Grund suchen, weshalb sie heute nichts von denen gehört haben. Wenn sie 1800 in die Schule gegangen wären oder 1750, dann hätten sie sicherlich dort, wo man Bildung sich geleistet hat, von diesen Frauen gehört. Denn diese Frauen beziehen sich alle untereinander auch aufeinander. 19. und 20. Jahrhundert ist gekennzeichnet, wie in der ganz allgemeinen Philosophie auch, von sehr vielen sozialen und auch wissenschaftlichen, wissenschaftstheoretischen und historischen Betrachtungen der Philosophiegeschichte. Das ist im Wesentlichen auch der Fall hier bei den Philosophinnen. Ich will das nur mal kurz andeuten, damit Sie wissen, romantische Philosophie als Rückschlag, dann John Stuart Mill, Perkins Gilman, Hannah Arendt, Adorno, eine berühmte Auseinandersetzung über diese Frauen.